Ja, heute habe ich das Vergnügen, Ihnen die Figur der Anna Selbtrott aus Huckade vorzustellen. Huckade ist heutzutage ein Ortsteil von Dortmund und seit den 1950er Jahren ist diese Skulptur hier bei uns im Diözesanmuseum in Paderborn beheimatet. Ja, was heißt dieser Ausdruck Anna Selbtrott? Anna Selbtrott klingt für uns erstmal ein bisschen eigenartig, auf der anderen Seite auch wieder fast selbsterklärend, denn Anna ist hier selbst zu dritt. Also wir sehen Mutter Anna, die Mutter Mariens mit ihrer Tochter Maria und dem Enkelkind, dem Jesuskind. Damit wird natürlich die Herkunft, die Abstammung Christi besonders betont. Anna taucht gar nicht in der Bibel auf, sondern nur in den sogenannten apokryphen Schriften, also Schriften, die nicht offiziell von der Kirche anerkannt wurden, aber trotzdem von Theologen verwendet wurden und natürlich auch die einen wunderbaren Stoff für Legendenbildungen gegeben haben. Und da hat man sich dann auch im Hoch- und Spätmittelalter draus bedient. Und es sind eben auch eigene Bildwerke entstanden, wie eben das Bildwerk der Anna Selbtrott. Anna Selbtrott-Figuren kommen seit dem 13. Jahrhundert vor. Und gerade Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts hat die Verehrung von Mutter Anna nochmal einen großen Aufschwung genommen. Und aus dieser Zeit stammt auch das Bildwerk aus Huckade. Ein typisches Werk der Spätgotik. Wir sehen Anna in einer reichen Gewandung wiedergegeben. Sie trägt ein Kleid, das jetzt hier so in Brauntönen erscheint. Darüber gelegt einen Mantel, der auf der Außenseite blau gefasst ist, auf der Innenseite einen Grünton zeigt. Den hat sie über die Schultern und auch über den Hinterkopf gelegt, während ihr Haupt selber dann von einem Schleier und einem sogenannten Weihel oder auch Matronentuch genannt, das die Kinnpartie bedeckt, eingeschlossen ist. Damit ist sie als verheiratete Frau gekennzeichnet, während ihre Tochter Maria die Haare offen trägt. Das ist für uns heute eigentlich was Selbstverständliches, war aber früher nicht der Fall. Offene Haare waren das Zeichen einer Jungfrau. Nun trägt Maria aber ein Kind auf dem Arm, nämlich natürlich das Jesuskind. Das ist eigentlich ein Widerspruch an sich, aber da steckt eben die Vorstellung der Jungfrauengeburt dahinter, dass eben Maria trotz der Geburt Jesu Jungfrau geblieben ist und deswegen wird sie in der mittelalterlichen Ikonografie immer mit offenen Haaren dargestellt. Wenn wir uns diese drei Figuren genauer anschauen, passt das gar nicht von den Proportionen. Wenn Anna aufstehen würde, wäre sie um ein Vielfaches größer als ihre Tochter. Das darf man nicht realistisch sehen. Es geht hier um eine Darstellung der Generation. Es ist die Großmutter mit ihrer Tochter, der Mutter des Jesuskindes. Deswegen eben dieser Größenunterschied. Wenn wir uns dieses Bildwerk anschauen, dann hat es eben auch etwas sehr Verinnerlichtes. Es ist ein Andachtsbild für die persönliche, für die private Andacht im Kirchenraum. Und da haben sich sicherlich auch viele Menschen des Spätmittelalters drin wiedergefunden. In der Zeit hat man natürlich in Mehrgenerationenhaushalten gelebt und eben auch die Achtung der älteren Generation, all das spielt hier sicherlich mit hinein. Wenn wir uns das Ganze von kunsthistorisch-stilistischer Seite anschauen, ist es ein Bildwerk, was durchaus eine sehr hohe Qualität hat. Wir können sehr abwechslungsreiche, stark knitternde Faltenwürfe sehen, das Ganze noch weitgehend mit der Originalfassung, wo man auch dran sehen kann, dass die Farbfassung zur Vollendung eines Bildwerkes beiträgt. Ein holzgeschnitztes Werk ist erstmal grob gesagt ein Rohling, der dann eben seine Vollendung durch die Farbfassung erfährt, wo dann nochmal der vom Bildschnitzer angelegte Gesichtsausdruck verfeinert wird, wo die Gewänder mit aufwendigen Goldborten und gegebenenfalls auch noch mit weiterem Zierbesatz versehen werden. Das sind alles wunderbare Details, die hier an diesem Bildwerk ablesbar sind. Die Stilformen, sowohl im Faltenwerk als auch im Gesichtsschnitt, erlauben uns sogar, das Ganze einem konkreten Bildschnitzer zuzuordnen.
Es ist der Meister Tillmann aus Köln, den wir auch in anderen Quellen für drei Bildwerke belegt haben. Und er kann dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einem aus Kölner Urkundenbüchern und weiteren Quellen bekannten Bildschnitzer Tillmann Heisacker, genannt Kreindunk, identifiziert werden. Dieser Tillmann Heisacker kam aus der Nähe von Mönchengladbach, aus Kranendonk, daher der Beiname. Und er war ab etwa 1470-75 in Köln ansässig und hat dort bis etwa 1515 gewirkt. Und er war der führende Bildschnitzer der Spätgotik in Köln und in der weiteren Umgebung. Das Erstaunliche ist, dass seine Bildwerke anscheinend so weit nachgefragt wurden, dass sie weit über Köln und das Kölner Umland hinaus auch exportiert worden sind. Sein Exportbereich reicht im Süden von der Mosel bis in den Norden an den Niederrhein nach Wesel, im Westen von Aachen und eben im Osten bis nach Dortmund, wo wir einerseits in der Propsteikirche in Dortmund, aber eben auch in Dortmund-Hochhade dieses Bildwerk als wichtigen Vertreter dieses Verbreitungsraumes antreffen können. Ja, ein spannendes Stück, das immer wieder eine Betrachtung lohnt, und dazu sind Sie herzlich eingeladen.